So, werte Geist und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Dead Space 2. Wir sind immer noch auf der Zielgeraden, befinden uns im Regierungssektor, suchen immer noch die Hauptverantwortlichen für diese ganze Scheiße und werden uns immer unsicherer, wer das eigentlich ist und was genau wir hier zu tun haben. Fakt ist, wir nähern uns dem originalen Marker und wollen den nach wie vor zerstören, um etwas zu beenden oder vielleicht auch nur auf Null zu setzen. Ja, ab und zu will man ja etwas einfach nur auf Null setzen, um wieder drauf aufbauen zu können. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ihr wisst es bestimmt teilweise schon und ich bin höchst gespannt, wo uns unsere Reise jetzt hinführt in den, ich würde sagen, letzten zwei, drei Parts, die wir jetzt hier in diesem Kapitel noch haben, denn die Story entwickelt sich rasant, es geht Schlag auf Schlag und das deutet eigentlich bei Dead Space, war ja auch im ersten so, aufs Ende hin. Wo sind wir denn? Ach du Scheiße. Ist das der Marker? Ist der so groß? Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott. Das habe ich gebaut? Isaac, was machen wir? Scheiße. Und da unten tummeln sie sich, oder was? Tatsache. Was machen die? Sie alle kommen zum Marker. Die Konvergenz ist nah. Die aber machen würden, aber diese Kürze wäre nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchsieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Tightman? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran. Was zum Fick ist passiert? All die Leichen, die sie hier reinließen. Wir stehen kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. What the fuck? Was zum Henker macht er? Wofür er erschaffen wurde. Isaac, du musst uns ganz machen. Was zum Fick ist passiert? Da fliegen sie rum, die Aliens. Die Leichen, wie Tightman nennt. Ich bin noch nicht wirklich schlauer geworden, Freunde, da draus. Wir sollen sie immer noch ganz machen. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir sollten uns beeilen. Das Sicherheitsglas sieht nicht besonders sicher aus, wenn ich es mal so sagen darf. Plasma-Energie. Wir sind noch voll. Wir waren fleißig shoppen. Isaac, Helm wieder auf. Wäre eine schöne Sache. Projektverbindungsstation. So viele Viecher, wie hier gerade rumgesprungen sind. Sind wir hier doch nicht allein, oder? Sind wir doch? Sind wir doch? Ey, ne. Nein. Nein. Egal, ob man Dead Space gespielt hat oder nicht, das Ding kennt man eigentlich als Gamer. Oh oh. Ich glaube, ich sterbe diesen Part mehr als einmal, Freunde. Oh oh. Na, nein. Oh Mann. Tut das Note? Wo muss ich denn hin? Hier geht doch gar nichts. Hier ist offline. Was sollen wir tun? Muss ich irgendwas reparieren? Wo sollen wir hin, Isaac? Sag mal an. Ja, hier hin. Hier war ich da aber eben. Mach doch aber nichts. Soll ich da reingehen? Geht auch nicht. Was sollen wir denn tun? Oh Gott. Das Ding, Freunde. Ich sage mal Hashtag Auge. Muss ich irgendwo eine Batterie austauschen oder so? Ich finde es gerade nicht. Hier ist kein Hacktool, da ist Stase. Hä? What is happening? Ach, jetzt. Ah, mal richtig ranstellen. Wie Stross sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Nein. Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Oh mein Gott, hab ich Angst vor diesem Level. Oh mein Gott, es ist es wirklich. Oh mein Gott. Schritt 2. Freunde. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut über dein Gesicht. Oh Gott. Oh Gott, Isaac, halt still. Wie mache ich das? Hab ich... Okay, ich kann näher rangehen. Wir müssen in die Pupille.
und dann quasi irgendwas im, keine Ahnung, wie heißt denn das, hinterer Cortex aktivieren oder so? Also kein Schnee, warum wackelt denn der auch so rum mit den Pupillen? Ich hab Angst. Ja, first try! Oh Gott. Okay. Und wir haben irgendwas reaktiviert bekommen im Gehirn, wo irgendwas gespeichert war, was auch immer das für eine Weltraumbehandelmethode war. Sehr futuristisch, wirkte das ja nicht. Wo bist du? Löcher ins Hirn bei einem Tumor, Stange ins Auge, bei nicht, Isaac. Demenz. Ich werde beim Marker auf dich warten. Beim Marker auf dich warten. Cole. Ja, sie wollten nicht, dass wir mit ihr zusammenarbeiten, dass wir sie reaktiviert bekommen. Was kommt jetzt? Wo muss ich hin? Weil wir das Ding dann zerstören könnten. Oder wussten die... Was bist du? Oder wussten die Wissenschaftler etwas, was wir nicht wussten? Die Anima... Nee. Nein, keine regenerierenden Viecher. Ach du Scheiße! Euer Ernest! Okay, Scheiße. Schnellstes Hacking ever, bitte, Isaac. Oh fuck. Ich hätte Stase benutzen sollen, darum die Station da, ne? Oh mein Gott, können wir das nochmal abbrechen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kriegen gleich eine verpasst. Isaac, schnell! Oh Gott, es kommt! Da! Oh fuck, zurück, Digga! Wow! Holy moly, motherfucking shit! Öffnen, schnell! Holy! Wow! Wow! Knoten! Kommt es durch die Tür? Ne, die sieht zu aus. Holy shit! Regenerative Viecher, der Marker rastet nochmal aus hier zum Schluss, so leicht wieder. Uns nicht machen. Ey, ist eine Speicherstation gewesen. Hier kommt da wohl nichts. Also, Speicherstation soll Sicherheit geben, ihr Wichser. Ach du Scheiße, wie geht dieser Levelabschnitt denn los, Freunde? Das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott, wir speichern erstmal. Oh mein Gott, was hier alles wieder abgeht. So viele Infos, die kann ich gar nicht verarbeiten, während ich hier mich nebenbei noch auf regenerative Alien-Zombies konzentrieren muss. Die Frage ist, wer hat jetzt hier die Züge in der Hand? Ist es der Marker durch die Inkarnation von unserer Freundin? Ist es Tideman? Ist es irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Was liegt hier denn? Noch ein Log? Audio-Log. Schauen wir rein. Tideman, diese Evakuierung ist illegal und das wissen Sie. Sagen Sie mir nichts, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat hier das Sagen, lange bevor Sie Ihre Windel vollgeschissen haben, junger Mann. Sparen Sie sich die Vorträge. Sie wissen, dass ich recht habe. Das Projektprotokoll verbietet eine Evakuierung im Falle eines Sicherheitsverstoßes. Ich habe mein ganzes Leben im Dienste dieser Gemeinschaft verbracht und werde nicht untätig zusehen, wie Sie wegen eines Projektprotokolls sterben. Steigen Sie jetzt in Ihr Shuttle. Wir können uns über diesen Unsinn vor Gericht streiten. Vorausgesetzt, wir leben lange genug, um über Ihre kostbaren Protokolle zu reden. Wie Sie meinen, Sir. Ah ja, Tideman. Er ist anscheinend noch irgendwie vernünftig. Vielleicht auch nur ein Mann, geblendet von seiner Angst. Man weiß es nicht genau, der Marker, Freunde. Holy shit, ich weiß nicht genau, wo hier wann was auf uns zukommt. Heilige Scheiße. Da draußen möchte ich jetzt nicht sein. War hier gerade was? Habe ich geträumt? Okay. Marker, Thermalabteilung, whatever. Ah ja, spuckende Freunde. Oh shit! Schnell! Ach, ich hasse die Viecher! Ich mag zwar, dass sie sich mit ihrem Geröhre ankündigen, aber das war's dann auch mit den Sympathiepunkten. Boah, ich sehe hier auch übelst schlecht. Oh Gott, das ist gerade mal wieder so eine Stelle, die mich eher an Dead Space 1 erinnert. Von der Atmosphäre hier ja recht dunkel gehalten. Dadurch, dass hier viele Stationen noch ganz gut intakt waren, an denen wir uns aufgehalten haben, hatten wir sowas ja bisher nicht so häufig.
Jetzt haben wir hier noch ein Audio-Log. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. General Lachette, hier ist Sergeant Tattoo. Ich habe die Rig-Signale der restlichen 143 Sektor G-Mitarbeiter lokalisiert. Sie sind eingeschlossen und fliehen uns an, sie zu evakuieren. Shuttle-Flotte hat Kapazität bestätigt und ist auf Standby. Wie konnte eine Evakuierung autorisiert werden? Kaiman setzt sich über alle Protokolle hinweg. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und es wird nicht leicht werden, alle zu evakuieren. Er muss sich für die Vorfälle verantwortlich fühlen und versucht jetzt, so viele er kann, zu retten. Okay, natürlich wird er sich verantwortlich fühlen, wenn das hier seine Station ist. Wow, fucking shit. Nicht der schon wieder. Das macht mehr Sinn, wenn wir ihn regenerieren lassen. Da war noch was, oder? Bist du der Einzige? Bist du. Okay, und wir haben gesehen, dass wir da wieder so ein... Scheiße, ist er nicht. Ach komm, das glaube ich doch nicht. What the fuck, seit wann kommen die an? Da ist noch einer. Heilige Scheiße, was geht hier? Hier, wie schmeckt hier ein Stasi-Pack? Nicht so gut, okay. Dodge. Oh, fucking shit. Jetzt mal treffen, Freunde, das wäre was. Okay, wir müssen es jetzt noch einmal downhauen. Oder Stase? Wir haben es mit Stasi, wir brauchen den Typen hier, vorausgesetzt, das ist jetzt auch der richtige Sicherheitstyp, um vorne das Tor zu öffnen. Wir müssen jetzt so schnell durchkommen. Die, Motherfucker. Okay. Auf, schnell. Öffnen. Come on. Mach zu die Tür. Wow. Fucking shit, hier liegt schon der nächste. Ich fühle mich hier gerade nicht sonderlich sicher zum Speichern. Muss ich mal so zugeben. Heilige Scheiße. Kapitel 14. Raubt mir hier die letzten Nerven. Runde 1. Oh, fuck! Holy shit. Ich glaube, wir sollten einfach rennen. Öffnen. Keine Zeit für die Scheiße. Weg, Isaac. Dodgen, wenn noch was fliegt. Come on, laufen. Na! Lauf. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Komm. Komm schon. Isaac. Lauf, Digga. Hier ist zu. Ich fass es nicht. Wir müssen da vorne rein. Energieknopf. Die letzten für den Weg. Die letzten. Oh, fucking shit. Kommen wir da nicht dran vorbei, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Dass wir nicht dran vorbeikommen, wegen der Kiste? Kann doch nicht wahr sein. Come on, lauf, nice! Fucking shit! Fahrstuhl. Come on, geh auf. Geh zu. Oh, fucking shit. Holy moly. Oh, was ein Level. 3000 Kilogramm, gerade so. Heilige Scheiße. Da ist doch schon der nächste. Der verwandelt doch schon wieder da drin. Oh, kacke. Unser Freund schon wieder. Get the fuck out of here. Okay, und hey, come on. Oder hier, was ist es? Was ist die Batterie? Nein, falsch. Kaputt hauen. Okay, weiter. Scheiß die Wand an. Was ist das für ein Level? Cutter, bitte. Flammenwerfer. Scheiße. Ah, ey, wenn hier nicht nochmal ein Shop kommt. Geh auf, verdammte Scheiße. Schwerelosigkeit. Offline. Oh mein Gott.
Was ist das für ein Level? Betritt Vakuum. Oh mein Gott. Sie wollen es wissen. Wir haben nicht viel Luft. Vakuum ist klar. Wo müssen wir lang? Okay, überraschenderweise dadurch. Geschafft. Darüber. Ich glaube, wir haben keine Luftkanister mitgenommen. Okay, hier haben wir nochmal so einen Stanzer. Da vorne haben wir irgendwelche Feuerdinger. Okay, kennt irgendwann. Die schießen. Nicht euer Ernst. Ach, ich war doch durch. Oh Gott. Ey, da kommen wir durch die Zombie-Massen durchgelaufen und ich sterb an dem Stanzer, weil ich mir die Feuerdinger angucken wollte. Oh, was ist denn das für ein Level? Das ist ja Krieg hier, der letzte Abschnitt. Oh mein Gott. Okay. Versuch 2. Los geht's. Betritt Vakuum. Versuchen wir das Ganze nochmal. Der Stanzer hier. Wo auch immer wir gerade schon wieder rumlaufen, wenn es hier solche Gebäudeabschnitte gibt. Richtung Marker sicherlich immer noch unterwegs. Über den weniger offiziellen Weg jetzt hier. Und weiter, weiter, weiter. Hier dürfte nichts sein. Okay. Was zum Fick? Ach du Kacke! Ja, die kennen wir doch auch. Okay, unten schnell. Unten Feuer. Oh, come on! Unten wieder. Das gibt's doch nicht. Ich kann die nicht so schnell dodgen. Unten nochmal. Ich glaube, es macht auch nicht den Sinn. Wir taken jetzt nochmal jetzt unten schnell durch. Und wir scheißen mal auf das Ding. Er sägt durch. Was geht, Digga? Landen. Oh Gott. Okay, auch das irgendwie hier geschafft. Oh, die habe ich überhaupt nicht gesehen, die Kackteile. Aber dich zerlege ich noch. Wichser. Sackgänger, Wurzel, Strunkvieh. Piss dich, Drecksmarker. Bam, Zielgerade. So. Und das wäre doch jetzt der größte Witz, wenn der jetzt hier gleich wieder rausgesprungen kommt. Okay, was wird hier gemacht? Wow. Du kämpfst dagegen an, Alexander. Aber das funktioniert nicht. Du musst mich gehen lassen. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst es tun. Ah, Mann, ist das intens hier alles. Was wird hier denn gemacht? Desinfektion oder ist das ein Tunnel für das Vieh, dass es uns hier schnellstmöglich töten kann? Man weiß es nicht genau. Markerzugang. Einer unserer letzten Räume hier. Energiesperre aktiv. War hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Blut. Super, habe ich Bock drauf. Wir nähern uns unserem Ende. Energiesperre. Könnten wir jetzt als Raum nochmal mit einem Energieknoten öffnen? Ich hoffe aber nochmal auf einen letzten Raum, der jetzt hier sicherlich bald kommen dürfte. Wo wir nochmal einen Shop und alles solche schönen Sachen haben. Direkter Markerzugang. Warning. Extreme Warnung sogar. Extreme Instabilität. Ah, oh, das ist er. Das ist mein Raum, Ladies and Gentlemen. Das ist unser Raum. Okay, wir können nochmal shoppen gehen vor unserem finalen Kampf gegen was auch immer, einen Titan Mega Zombie, die Regeneration des Todes. Ich weiß es nicht, was uns genau erwarten soll jetzt hier in diesem letzten Gefecht quasi für Isaac in Dead Space 2. So, wir können ein bisschen Flammenwerfer weghauen, möchte ich meinen. Wir können ziemlich sicher Strahlenmunition noch eine weghauen. Und wir kaufen jetzt ordentlich Cutter-Munition, denn mit 19 Stück bewege ich mich hier exakt keinen Meter weiter. Dann pumpen wir unser letztes Geld in die Energieknoten, so wie wir das letzte Mal schon geplant haben. Medipacks sahen soweit auch ganz gut aus. Und dann rüsten wir uns nochmal an der Bank richtig aus, damit wir hier den letzten Abschnitt bewältigen können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unseren Mister, ich regeneriere mich relativ schnell, nochmal wiedersehen werden. So, da können wir uns nochmal 8 Energieknoten jetzt holen. Die gönnen wir uns definitiv auch. Haben jetzt noch 6.000, das reicht nochmal für den Notfall. Und schauen jetzt an der Bank nochmal vorbei, was wir da tun können. Boah, Freunde, was ein Part, ich kann gar nicht zum Kommentieren. Das war wirklich Schlag auf Schlag hier jetzt hintereinander weg. Ich hätte eigentlich nur heulen können. Hab's dann aber gelassen. So, Schaden erhöhen. Luft, wir kommen sogar bis zur Gesundheit runter. Ist ja ein Traum. Okay. Und die 4, wir kommen sogar nochmal zur Gesundheit. Supergeil. Supergeil. Unsere Rick hier optimal ausgebaut. Ich denke, ein Schritt, den wir uns leisten sollten. Guck mal an, das Ding, wie schön es strahlt. Die Konvergenz ist fast gekommen.
Triff mich beim Marker. Und der Marker ist wirklich hinter dieser Tür, Freunde. Und den gucken wir uns an in unserem letzten Part. Der Abschluss von Dead Space 2 in der nächsten Woche. Ein sehr intensiver Part hier heute. Wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau.